Arena 3 und ihr seid dabei! In Stratos City kämpfen wir jetzt um den dritten Orden. Guido, erzähl uns hierzu ein wenig mehr. Und wie gefällt dir Stratos City? Naja, geht. Hier sind so viele Leute, das schlaucht es schon, überhaupt zur Arena zu kommen. Daher will ich dir das hier überreichen. Tafelwasser. Ich sag wie immer von Herzen, danke, Mann. In dieser Arena wirst du es mit Wänden zu tun bekommen, die du durchschreiten kannst. Auf den ersten Blick scheinen sie undurchdringbar, doch gib dir Mühe und du wirst es schon schaffen. Und wenn es mal nicht weitergeht, tritt einfach auf die Schalter am Boden. Okay, keine Info. Ich denke, es ist eine Käferarena, wenn mich nicht alles täuscht. Spricht aber auf jeden Fall dafür, wenn man sich das so betrachtet. Okay, der Schalter öffnet dies. Aber das nur zur Hälfte. Das ist der zweite Schalter, dass man hier durch kann. War da drüben doch gar nicht. Die Kämpfe, die in der Arena von Stratos City ausgetragen werden, sind so schön, dass man sie schon fast als Kunst bezeichnen kann. Käfer-Pokémon. Die sollten wir jetzt nicht unterschätzen, ne? Im Ernst. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die auch Käferattacken einsetzen. Das tun Käfer-Pokémon nämlich gar nicht mal so häufig. In Gen 1 gab es zum Beispiel gar keine Käferattacke. Finde macht mehr Schaden jetzt als mit Kampf auf Strawickel. Ja, auch gut, die haben Käferattacken. Jetzt ist Zurokex ja Typ Unlicht, ne? Aber eben auch Typ Kampf. Käfer ist sehr effektiv auf Unlicht, aber nicht sehr effektiv auf Kampf. Deswegen kann Zurokex bestehen. Ähnlich ist es mit Flecknäuel. Flecknäuel, ne? Also Käfer auf Psycho wäre sehr effektiv, aber da Flecknäuel eben auch Toxipet. Kämpf mal bis zum letzten. Da Flecknäuel auch Flug hat, sind Käferattacken wieder sehr ausgeglichen. Ihm gegenüber. So. Was haben wir denn noch? Ich denke, so ein Rotomurf ist vielleicht gegen Toxipet eine gute Sache. Aber so ein Strawickel ist mir... Strawickel doch sogar Käferpflanze, oder? Täuscht mich nicht. Ich glaube, das war doch so. Ja. Ja, und am Ende des Tages, natürlich, unser Evoserb ist nur Typ Pflanze, hat weder ein Mittel gegen Käfer-Pokémon und kann sich auch nicht wehren. Das ist halt schon dezent wild. Also, ich weiß jetzt nicht, was Arti, der Arenaleiter für Pocket Monsters, dabei hat. Aber könnte interessant werden. Guck mal, Schutzschild getroffen, ist die nächste Runde gewesen. Das gebe ich zu bedenken. Also mein Kopf ist rotiert, verliere mit Stil, auch das ist Kunst. Das ist, ne? Die Vorzüge von Käfer-Pokémon, nämlich im Kampf gegen Unlicht oder Psycho, das ging mir direkt in den Kopf, aber da muss ich eben auch sehen, dass es sich ausgleicht. Wow! Du trittst auf den Schalter und wer erscheint? Ich! So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Zurokex gleicht sich aus. Flecknäuel gleicht sich aus. Ja, Flecknäuel ist mein Mittel, ne? Mit Flug. Eigentlich sollte der gegen Strawickel gut bestehen können, oder nicht? Das ist der Plan. So ein Strawickel muss aufpassen, sich nicht selbst aufzufressen, oder? So eine Raupe, die in Blättern steckt, sehe ich kritisch. Okay. Ich glaube, der hat die Entwicklung von dem Strawickel, ne? Das war doch so ein größeres, pflanzengeschwungenes Pokémon. Litomid. Rotomurf, komm, mach mal hier. Ah, hier, Pflanze hätte auch... normal effektiv wäre Pflanze natürlich gewesen. Auch das gleicht sich aus, ne? Das ist schon deutlich taktischer geworden hier. Es sollte jetzt nichts sein, was uns irgendwie Probleme bereitet. Aber
Wir müssen ja nicht komplett kopflos in die Arena gehen. Ja, gut. Mei. Wir sind jetzt weder unter noch überlevelt. Das macht es eigentlich ganz angenehm und nicht unspannend. Ich habe nicht gesagt, es ist spannend. Ich habe gesagt, es ist nicht unspannend. Naja, Rotomorph hätte halt auch Probleme gegen Pflanze. Was könnte... Was ist seine Entwicklung? Hat Arti auch seine Entwicklung? Dieses Käfer-Pokémon mit dem gigantischen Fels. Um zu verlieren, hatte ich mich hier versteckt. Wer sich versteckt, verliert seinen Kampfgeist. Ja, ich mag diese sechseckigen Honigwaben. Sieht optisch doch ganz interessant aus. Die Schalter, scheinbar drückt man die einfach einmal und die Sache passt. Scheinbar drückt man die einmal und die Sache passt. Was für ein Klipper. Na denn? Da fühlt sich doch nicht mehr sauber und hygienisch frisch danach, oder? Ah, jetzt geht das auf. Ich kann auch direkt nach unten laufen. It's open. Und überall die Schmetterlinge an den Säulen. Hübsch, hübsch. Wieder keine Arena, die irgendwie schwer wäre. Juhu, danke, dass du mich aus meinem Versteck geholt hast. Als Dankeschön lasse ich dich die Attacken meines Pokémon spüren. Keine Arena, die schwer zu lösen ist, aber die musst du erstmal erstellen als Entwickler. Ne? Das weiß ich halt immer auch ein bisschen richtig einzuordnen, hätte ich gesagt. Gesunder Respekt. Gesunder Respekt. Damit beginnen wir den Schinken. Gibt mal noch potenzielle Pokémon des Arena-Leiters. Habt ihr sonst nichts? Dein unbeugsamer Kampfgeist hat mich in die Knie gezwungen. Wärst du nicht auf diesen Schalter gestiegen, wäre ich ewig versteckt geblieben. Na, du Clown. Haben wir die 50er? Heutzutage gibt es, wenn überhaupt, dann Killer-Clowns. Jo! Es wäre halt schwieriger, wenn die Schalter irgendwie sich wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbegeben würden und dann geht mancher Schalter wieder aus und so weiter. Das ist jetzt hier aber auch gar nicht der Fall, deswegen. Alles gut, da steht einer. Da steht einer. Findest du es nicht auch wundersam, dass diese Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Wundersam! Faszinierend! Ja, ist eine 0815 Arena mit einem kleinen Gimmick, Arnulf. Immer noch besser als in Orania City. Immer wieder zu lesen, hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Schalter betätigen? Ja. Hier ist nichts, bloß Abfall. Oh, der Schalter hat sich wieder zurückgesetzt. Ja, Toxipad, ne? Toxipad, Toxipad, Toxipad. Das gibt mir irgendwie zu denken. Warum macht mich das so nervös? Ich weiß nicht, hat er eine Toxipad entwickelt? Hat er eine Wickelentwicklung? Oder hat er von diesem Krebs mit dem Stein die Entwicklung? Und wenn ja, mit welchem beginne ich? Ein starker Trainer wie du wirkt auf Gegner auf jeden Fall faszinierend. Ich sag mal, Evo Serb kann ja gegen fast nichts bestehen, außer vielleicht gegen den Litomid, heißt der Litomid? Entwicklung. Deswegen werde ich nicht mit dem beginnen. Und Flakenoil jetzt auch nicht gegen jeden dieser potenziellen Gegner gut geeignet. Ich muss heilen gehen, Leute. Hilft alles nichts. Bis gleich. Ich nehme euch mit. Ich habe Guido bis gleich gesagt, nicht euch? Klassisches Let's Play. Ihr seid ja beim Let's Play Magos und nicht bei ich schneide mir den Part, wie er mir gefällt, Magos. Sondern Let's Play Magos. Ist ja nicht so, als steht's dick und breit auf dem Touchscreen. Ne? Jawohl. Das erinnert euch immer wieder daran. Ach, Pokémon Schwarz und Weiß werden zu wenig Let's Played, finde ich. Die haben mehr Liebe verdient. Die haben es nicht verdient, weniger geliebt zu werden als die anderen Editionen.
Ich habe nicht gesagt, die haben es verdient, mehr geliebt zu werden als die anderen Editionen, aber sie haben es nicht verdient, weniger geliebt zu werden als die anderen Editionen. Okay, also, Evozap bleibt zurück, Flecknoll bleibt zurück, Rotomurf könnte dann komplett in die Hose gehen. Wenn Rotomurf so ein Pflanzending abkriegt, hat er ins Klo gegriffen, meine Damen und Herren. Und das würde ich natürlich nicht feiern. Hä? Jetzt hör doch mal, wenn du auf diesen Schalter trittst, tauch wirklich nur ich auf. Lustig. Dann würde ich sagen, mach Zurokex den Anfang. Der scheint ja relativ neutral der ganzen Sache gegenüberzutreten, oder? Mhm. Mit den anderen muss man agieren. Zurokex scheint allen gleichmäßig gewappnet. Let's go! Vielen Dank nochmal für eben. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache. Kämpfen wir! Sehr gut, du hattest schon ausreichend Text und Screentime. Bist heute auf dem Thumbnail, keine Frage. Aber er kniet sich mir schon nieder, ne? Das muss man auch mal festhalten, wenn es so ist. Rollum, der alte Giftgollum. Okay, jetzt wäre... Hätte ich es gewusst, hätte ich direkt Rotomurf gemacht, oder? Ist es... Es gleicht sich aus, Rotomurf, habe ich das Gefühl. Ich denke halt an Gift. Natürlich ein Volltreffer und vergiftet. Ey, das ist doch logisch. Ah, das ist insofern auch blöd wegen Schaufel. Das geht ja über zwei Runden. Aber ich muss es tun. Da haben wir schon mal einen taktischen Nachteil, glaube ich. Es haut nicht genug rein. Es haut nicht genug. Der macht's auch nicht mehr lange. Den Rotomurf müssen wir leider schon opfern, aber ich werde eine Lebensstelle noch reinhauen, damit auch dem seine Genauigkeit sinkt. Da ist eh nichts zu machen. Schade. Okay, jetzt Zurokex. Ja. Das klingt alles nicht so viel. Wenn ich mir das vorstelle, wie ich mir das erträume. Ein bisschen Glück reicht noch ein Treffer. Ja, Instant-Vergiftung. Ist safe. Safe drinnen, ne? Die Vergiftung. Hab noch keine Top-Genesung, tut mir leid. Wäre natürlich sinnig, wenn Zurokex jetzt weiterkämpfen könnte. Wer ist der Zweite? Matrifol, das ist das Pflanzenvieh. Oh, da brauchen wir aber auf jeden Fall Flecknoll. Das ist die Pflanzengestalt. Die Weiterentwicklung von Stravinkel. Man sieht's. Rasierblatt, das kannst du wegstecken. Ist natürlich jetzt nicht übel. Aber das kriegt er hin. Ja. Uiuiui. Ah ja! Ja! Was? Was? Are you going to kidding me? Naja, er konnte nicht sehr viel rausholen. Er durfte einmal noch Rasierblatt einsetzen auf Flecknoll. Und das wird mit ordentlich EP belohnt. Das ist auch gut für... Oh, Windschnitt. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Windschnitt ist, denke ich mal... 45... Warte mal, Fletiamo ist... Was ist denn der? Ist er Typ? Ist er Spezial oder Dings? Er ist Spezial. 55 hohe Volltrefferquote. Windstoß. Ist dasselbe, nur schwächer. Physisch. Ja. Windschnitt ist der bessere Windstoß. Haben wir das auch mal geklärt? Supi. Hätte ich auch vorher gebrauchen können. Alter, zwei Levels!
Levels. Litomit, ich sag's, ich hab den Namen sogar gesagt, dabei war das die Entwicklung, ja. Wenn Evoserp irgendwo was anrichten kann, dann gegen Litomit. Ist es der letzte Pokémon? Ist es der letzte Trumpf? Ach nee, es ist doch der kleine. Amatrifol ist ein Trumpf. Kann Litomit irgendwas Käferiges? Noch einmal Wachstum. Damit es auch rockt. Sandwirbel, hättest du gerne. Oh, ist der schwer, Freunde? Also der wiegt, das ist ein Fels, ne? Der muss auch was wiegen. Ja, machen wir das zweimal. Sehr gut. Vielleicht habe ich mir diesmal ein bisschen viele Gedanken gemacht, aber es war jetzt auch nicht ganz ungefährlich, ne? Mit kühlem Verstand zum Erfolg. Ich hoffe, ihr seid ein... Was heißt stolz auf mich, aber... Huch, ist der Kampf schon vorbei? Aber ich wollte mal eine Blamage unterbinden. Na sowas, ich habe glatt verloren. Also du bist echt ein starker Trainer. Schau, diesen Orden bekommst du jetzt, weil du mich besiegt hast. Danke, Mann! Ja, wenn ich überlege, in Schwarz habe ich direkt Floink gehabt. Beziehungsweise seine Weiterentwicklung. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Herz mit Einbildung. Markus erhält von Arti den Käferorden. Der Käferorden macht ganz schön was her, oder? Jetzt, da du 3 Orden erlangt hast, gehorchen dir Pokémon bis Level 40. Und bevor ich es vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Der Käfertrutz. Gucken wir gerne, ob der irgendwer lernen kann. Der Käfertrutz schwächt zusätzlich den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Auch solche vermeintliche Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Ich fand, das war ein schöner Kampf. Ein guter Schlagabtausch. Und ein paar Aspekte konnten wir da doch schon mal sehen. Stärke 30 ist natürlich Mist. Und es kann auch sowieso keiner lernen. Da bin ich ja fast froh drum. Der Timmy, ne? Der Timmy, der Timmy, der Timmy. Jetzt hat er schon mehrmals gesagt. Soll doch gefälligst mal meine Orden polieren. Ja, findest du diese nicht poliert oder was? So, das ist der Käferorden vom Adi. Mehr geht nicht, oder? So, schwer verdient. Grundorden erhalten am 1. Mai. Von Aloy. Hier kriegt man wenigstens Bescheid, wenn man fertig ist, ne? Und ja, der Triorden. Benny, Mike und wie auch immer der dritte nochmal hieß. Ja, aber in Gold, Silber, nee, in Diamant, Perl, Platin werden die wenigstens heller. Hier kriegen die doch nur Glitzer ab. Ich werde die zum Ende nochmal polieren. Kann man hier auch gucken, wer noch geht? Hier drauf tippen. Zweite, dritte. Wollen wir uns spoilern lassen? Eigentlich nicht so richtig. Ich gucke gar nicht so richtig hin. Jetzt gucke ich doch, ne? Ach, weg da. Mutti macht sie alle. Ach, guck mal. Ich bin doch gar nicht auf der Aloe. Das können wir zum Ende nochmal durchlesen. Da scheinen ja ein paar interessante Facts drauf zu stehen. Gut, dann finde ich das am Ende des Tages ein richtig nicer Part hier. Das ist ein nicer Part geworden. Da haben wir uns auch verdient nach den eher langweiligen Stadterkundungsparts, sind wir ehrlich. Wow, du bist echt spitze! Wie du dich gegen die trickreichen Attacken von Arena-Leiter Arti durchgesetzt hast! Unvorstellbar, wie viel Potenzial in dir steckt! Danke! Was? Das Ding habe ich auch noch? Hallo, sag mal, wo bist du denn gerade? Kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten? Lilia hat mir ein Spezialtraining verpasst und ich fühle mich ein klein wenig stärker. Ich sollte mittlerweile genug gelernt haben, um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren. Am besten treffen wir uns einfach am Tor zur Route 4, in Ordnung? Das war es erstmal von meiner Seite. Bis dann und ciao. Ja, but wait a second. I have one more thing to do. Und zwar,
United Pier. Irgendwo war noch so ein Tänzer. Da ist er doch. So, wir brauchen den dritten. Ach, komm, Evo-Sepp tut was für sein Geld. Es tut mir leid, ne? Heilung. Hier wird gespart. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe. Stell mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Ja. Auch beim Pokémon-Kampf tanze ich dich an die Wand. Ist halt witzig, es gibt in der Stadt, ihr wisst es, noch einen vierten Tänzer-Sprite. Und der andere, der will nicht mitkämpfen, ne? In dem Haus auf der oberen Etage der Kämpfer. Auf der Party. Ey, euch eine super Wahl getroffen hier. Evo-Sepp, stark. Das war mir klar, ne? Das wusste ich. Habe ich alles einkalkuliert. Halloluliert. Gut, Grasmixer. Ich hatte Hoffnung, dass es mehr bringt als Tackle, aber dem ist nicht so. Gut gemacht, Evo-Sepp. Ich würde den Tänzer gern noch. Ich nenne es mal fast Nebenquest in Stratos City, die können wir natürlich auch noch abrunden und voll machen, hätte ich gesagt. Gut, der heilt ja seine Pokémon nicht. Wäre noch schöner, ist er kein Arena-Leiter. Sehr stark, Evo-Sepp. 24. Mit Megasauger, das finde ich auch sehr, sehr gut. Auch gar nicht so. 40? War das nicht mal stärker? Wurde es schwächer gemacht? Boah, aber wie viel bringt Tackle? 50! Er ist aber auch ausgeglichen, ne? Evo-Sepp, ob physisch oder spezial, das interessiert ihn nicht wirklich. Ich würde Texel und Wachstum gerne behalten. Kann ich anders gerne haben. Strauchler kann man selbst später noch benutzen. Also, es mag euch schocken, aber dadurch, dass es nur 40 stark ist, will ich keinen Megasauger haben, weil Grasmixer scheint besser zu sein. Und drei Pflanzenattacken sind jetzt auch nicht nötig, zumal Tackle ja stärker ist als Megasauger. Das schockt mich leider schon ein bisschen, weil das wird doch schwächer gemacht. Das war mindestens mal auf 50. Ich bin mit den Schritten durcheinander gekommen, wie ärgerlich. Worum ging es noch gleich? Ah ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Ja, das ist ein Ding, ne? Jeden Tag eine gute Tat. Aber ich bin auch froh, wenn wir erstmal, ne, Stratos City dann verlassen können. So hübsch das auch ist hier mit den Kamera-Scrolling. Um ein paar 3D-Modelle herum. In Ulm und un-Ulm und un-Ulm herum. Die Belle will zwar kämpfen, aber mal gucken. Mal gucken erstmal, was es für die Tanzgruppe gibt. Ne? Ich habe keinen Plan. Erst helfen und dann fragen, was es dafür gibt. Aus dem Weg! Jetzt komme ich. Yo, yo, yo! Vielen Dank, eine super Tanztruppe ist dank dir entstanden. Und so drücke ich meine Freude aus. Besser, als wenn du jetzt hier einen Pickel ausgedrückt hättest. Danke fürs Münzabolett. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft, ob Freude oder Trauer. Unsere Welt ist so reichhaltig. Ja, genau, das habe ich so gesehen, als ich euch da betrachten hätten dürfen wollen. So, die will, wenn wir das Tor durchschreiten, dann werden wir vermutlich auf Bell treffen sofort, oder nicht? Ja, eigentlich auch Wumpe. Rotomurf und Zurokex haben den niedrigsten Level, deswegen dürfen die beginnen. Ah, ich guck mit euch noch, ne? Wir machen Lucky Lucky, aber ihr denkt es euch schon. Der Part geht hier zu Ende. Bye, Bell. Und die besiegen wir als erstes, bevor wir im nächsten Part Route 4 erkunden. Ganz viel Sand in Richtung Wüste, nicht verpassen. Und Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao.